Tag miteinander. Mein Name ist Mario Angst. Ich bin Postdoc an der Universität Zürich bei der Digital Society Initiative. In den nächsten 2-3 Minuten probiere ich euch einen kurzen Einblick zu geben über ein Paper von uns, das bald bei Public Administration Review rauskommen wird. Es heisst «Who joins a forum and who does not?». Was wir in diesem Paper untersucht haben, die zentrale Forschungsfrage ist, wer macht in einem Policy Forum mit? Was ist ein Policy Forum? Ein Policy Forum ist ein Ort, wo verschiedene Akteure aus verschiedenen Sektoren, wie zum Beispiel Zivilgesellschaft, NGOs, Wirtschaft, Unternehmen, staatliche Akteure, wie zum Beispiel Behördenvertreter, Politiker, zusammenkommen, regelmäßig, um Lösungen für Probleme auszuarbeiten. Foren sind wichtig. Und wir wissen das. Gerade zum Beispiel in komplexen Governance-Feldern wie Wasser-Governance, die wir in diesem Artikel untersuchen. Wasser-Governance zum Beispiel ist komplex, weil es betrifft mega viele verschiedene Bereiche. Wir haben zum Beispiel Energie, Staudämme, die Gewinnung von Energie aus Wasserkraft. Wir haben Landwirtschaft, die Bewässerung braucht. Wir haben Naturschutz, wo sich zum Beispiel mit Fischbiodiversität befasst. Bis zu, sagen wir mal, kleineren Bereichen wie der Freizeitnutzung von Gewässern. Also wir haben zum Beispiel einen Schweizer Kanuverband oder so etwas. All die Bereiche greifen miteinander zusammen und müssen irgendwie koordiniert werden. Und das, ein Großteil von dem passiert, das wissen wir aus vorherigen Studien, passiert in so Foren. Darum ist es essentiell, dass wenn man verstehen will, wie tickt zum Beispiel Schweizer Wasser-Governance oder irgendein komplexes Governance-System, das wir so Foren untersuchen. Und eine Frage, die wir uns spezifisch gestellt haben, ist, wer macht eigentlich genau bei diesen Foren mit? Aber was auch noch essentiell ist, was führt dazu, dass man eben bei so Foren nicht mitmacht? Wir haben Daten von ca. 300 Organisationen gehabt und wir haben von all diesen Organisationen, die sind alle in der Schweizer Wasser-Governance tätig, irgendeinem Feld, irgendeiner Form oder anderen, wir haben gewusst, in welchen Foren machen sie mit oder machen sie eben genau in gar keinem Forum mit. Ja, es war so, dass was dazu führt, dass man mit einem Forum mitmacht, ist speziell gewesen, wenn man als Organisation viele Ressourcen hat, wenn man breit aufgestellt ist, wenn man in vielen verschiedenen Bereichen tätig ist, und wenn man ideologisch eher nicht so extreme Meinungen einnimmt. Und das sagt natürlich etwas aus über quasi einen Kern von Organisationen, wo über Foren eine grosse Einflussnahme auf das Funktionieren von so einem Governance-System, jetzt zum Beispiel bei Wasser-Governance, nimmt. Was machen wir jetzt da damit? Wir glauben, dass wenn politische Steuerung in einem komplexen Governance-System, eben zum Beispiel in so Foren abläuft, ist es per se weder gut noch schlecht. Was unser Artikel einfach zeigt, ist, dass wir als Forscher und als Gesellschaft herschauen müssen, wer macht genau in diesen Foren mit und wer macht eben nicht mit. Mehr dazu und in viel mehr Detail noch in unserem baldigen Artikel im Public Administration Review.